Naja, wenn ich anfangen darf, ich bin ja 32er-Jahrgang und bin in Prinzersdorf quasi aufgewachsen. Dann habe ich die Volksschule in Mackersdorf besucht, bin dann ein Jahr in St. Pölten in die Hauptschule gegangen, nach dem einen Jahr bin ich ins Realgymnasium übertreten und war dann im 44er-Jahr ist das Realgymnasium bombardiert worden. Da bin ich dann ein Jahr zu Fuß nach St. Pölten von der Schule heimgegangen, weil kein Zug um 45er Jahre gefahren ist. Dann habe ich aber das Realgymnasium beendet und habe bei der Eisenbahn, mein Vater war ja Eisenbahner, einen Beruf erlernt und bin dadurch, weil mein Vater schon politisch tätig war, immer politisch sehr interessiert gewesen am Zeitgeschehen und bin dann mit 18 Jahren bei uns in Prinzersdorf in die SPÖ eingetreten und bin dann 1960 nominiert worden für den Gemeinderat und war zu der Zeit jüngster Gemeinderat. Und es war immer sehr interessant, an dem Geschehen mitzuwirken. Nicht? Und so bin ich als politisch Interessierter am Geschehen immer aktiv beteiligt gewesen und kann, wenn ich mich so zurückerinnere, sicher an schöne Augenblicke in der Gemeindepolitik, die aber nicht nur politisch getätigt wurde, sondern wo man freundschaftliche Beziehungen gehabt hat, zurückdenken. Dann Geschäftsführender Gemeinderat? Geschäftsführer nur 25 Jahre. Das heißt, 25 Jahre war es Nein. Geschäftsführender Gemeinderat. Geschäftsführender Gemeinderat und habe schöne, wie es halt in der Politik ist, schöne politische Erfolge und auch Niederlagen gehabt und habe dann aufgrund, das muss ich ehrlich sagen, des für mich nicht befriedigenden Wahlergebnisses 1990 mein Mandat zurückgelegt, nachdem ich zu dieser Zeit bereits an einem Nachfolger gearbeitet habe, der sich mit dem Salzer Walter gefunden hat. Das letzte Jahrzehnt meinst du, wo ich nicht mehr in der Gemeinde war, Genau, ne? als Gemeindebürger oder Ja. überhaupt, ja. Als Gemeindebürger. Naja, die Entwicklung durch die günstige Lage in Prinzersdorf in der Nähe von St. Pölten ist ja sehr lukrativ, auch für neue Einwohner, die ja nicht weit zum Arbeitsplatz haben. Wir haben günstige Zugverbindungen nach Wien, was auch sehr förderlich ist in der heutigen Zeit, sodass sie auch durch die nach wie vor, so beurteile sie, positive Zusammenarbeit in der Gemeinde, ein gutes Klima und dadurch eine Aufwärtsentwicklung im Sinne aller Bürger entwickelt hat. Naja, ich war, habe alle Laufbahnen der Eisenbahn durchgemacht, weil ich habe seinerzeit am Oberbau angefangen, bin dann Verschieber, Fahrdienstleiter, Schulungsbeamter, Betriebskontrolleur und dann 5 Jahre der Vorstand am Bahnhof St. Pölten gewesen. Bei der ÖBB hat es natürlich auch ein Hoch und ein Tief gegeben. Der Güterverkehr im Bahnhof St. Pölten ist zurückgeschraubt worden, aber mit der Errichtung des Zentralstellwerkes in meiner Dienstzeit ist natürlich die moderne Technik am Bahnhof eingezogen und es ist, wo früher 4 Stellwerke geworden, jetzt mit den entsprechenden Bediensteten ist jetzt ein Zentralstellwerk, von dem aus die ganze Verkehrspolitik geleitet wird. Und die neueste Entwicklung ist jetzt mit der Hochleistungsstrecke, die eine sehr verkürzte Fahrzeit zwischen St. Pölten und Wien bringt, wird natürlich auch die Technik wieder verbessert. Es soll ja auch in Zukunft das Zentralstellwerk aufgelassen und der gesamte Verkehr von Wien aus geleitet und gelenkt werden. Das ist die nächste Zukunft. Du, von der Vorzeit her, wenn du der Wiener bist, ich war jahrelang in Wien beschäftigt, wenn du quasi in Floridsdorf oder Meidling wohnst, dann brauchst du schon zu deinem Arbeitsplatz genauso lang wie von St. Pölten am Westbahnhof. Naja, ich bin ja auch Mitglied im Dorferneuerungsverein. Wir haben sie mit dieser Materie schon ziemlich viel beschäftigt. Es ist natürlich so, dass die Bilach, wenn ich an meine Jugend denke, an Erholungswert verloren hat, weil heute ein Großteil der Hauseigentümer einen Swimmingpool im Garten haben, sodass
die Billach nicht mehr von den Einheimischen so besucht wird, wie es früher mal war. Aber wenn man heute am Sonntag, Nachmittag, wo ich oft spazieren gehe, zu der Billach geht, dann sieht man dort 70% Fremde, weniger Einheimische als Fremde. Und wenn das noch besser ausgebaut, die Infrastruktur verbessert wird, dann wird das sicher ein Anziehungspunkt für die St. Pöltener auf alle Fälle, die jetzt schon sehr viel kommen und nach wie vor ein sehr beliebtes Erholungsgebiet. Wie lange es den Dorferneuerungsverein jetzt gibt? Oder? Ja, man kann jetzt sagen 2005, das sind jetzt da 8 Jahre. Nicht? Der Kreis ist ja relativ nicht allzu groß, es sind 6, 7 Aktive, die arbeiten. Wir haben den Kreisverkehr gestaltet, der schön gelungen ist. Wir haben den Künstlerpark, wenn man so bezeichnen will, gestaltet. Wir haben im vorigen Jahr den Kreisverkehr Richtung Pfaffing mit etwas seltsamen Ideen, aber doch, glaube ich, auch gelungen gestaltet. Also muss ich sagen, man kann sagen, es ist in dieser Zeit relativ viel geschehen. Er ist ja auch nicht nur aktiv im Bauen, sondern auch kulturell. Es sind schon verschiedene oder sehr viele Veranstaltungen durchgeführt worden. Die Lesungen mit der Bibliothek, die Faschingssitzung. Neu im Programm muss man erst sehen, ob es einschlägt, ist ein Faschingszug. Also die Leute, die mitarbeiten, bemühen sich aktiv, etwas für die Gemeinde oder für ihre Bewohner, besser gesagt, zu gestalten. Man muss erwähnen, die Kinderspielplätze. Ne? Der Kinderspielplatz bei der Billach, sehr gut. Der Kinderspielplatz bei der Siedlung Schillerstraße. Es ist nur schade, leider, das muss man auch immer wieder sagen, dass sie hin und wieder missbräuchlich benutzt werden. Aber das wird sich halt in der heutigen Gesellschaft nicht ganz verhindern lassen. Aber man muss immer darauf hinweisen, Leon, schaut drauf, was alle gemeinsam geschaffen haben, dass das in gutem Zustand erhalten bleibt. Mein persönlicher Wunsch ist natürlich gesund bleiben. Aber ansonsten glaube ich, dass die Entwicklung in Prinzersdorf nach wie vor auf gutem Boden steht. Wir haben nach wie vor Baugründe, es sind ja einige Wohngenossenschaften interessiert, in Prinzersdorf zu bauen. Und wenn das Wohnungsangebot vorhanden ist, dann ist sicher der Zuzug an jungen Einwohnern auch groß. Also kann man nur positiv in die Zukunft schauen. Danke.